Hi. No. Ah, sympathischer Raum. Drei ja. Aschenbecher, mehr geht nicht. Also ich habe gerade eben drüber nachgedacht, über dieses Dings im Studio da mit der Flöte. Ich finde das irgendwie total super, dass wir das gemacht haben. Das ist geil. So, echt. Das war so spontan und dann einfach, das saß einfach. Ne? Ja. Das war. Nee, aber das ist ja auch das richtige Playback. Ich hätte ja auch über andere Playbacks gespielt, aber ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass das nicht so. Nein, ich dachte nämlich daran, wie das mir früher ging als Gitarrist, wenn ich irgendwie ein Solo so machen wollte. Dann war mir immer so am liebsten eine simple Harmoniefolge, wo das so schön, also ich von A auf G und dann konntest du einfach drauf losjammen. Und da dachte ich einfach bei How Much Is The Fish, die Strophe, die haben wir noch ein bisschen überarbeitet jetzt für die Live-Performance, die ist sehr knackig und prägnant und das passt einfach. Und ist das eigentlich gelegentlich schwierig, sowas wie Logic-Song und so, irgendwie da die Rechte und so? Bei Supertramp war es ja so, dass wir das einfach gemacht hatten, natürlich mit Verlag zu informieren, dann dieser, ja, das wird schwierig, machen wir erstmal und mal gucken, wenn die sich irgendwie melden, dass man sich dann, es ist immer einfacher, das dann zu regeln, als wenn du vorher fragst, dann kriegst du gleich eine Absage. Und da war, wie der Zufall es so wollte, waren Supertramp aber gerade in Europa auf Tournee und haben das bei Viva gesehen. Da rechnest du ja nicht mehr. Ja, überhaupt nicht. Aus den 70ern so eine Band längst in der Versenkung verschwunden und dann plötzlich touren die und sehen das. Da haben die wohl völlig erbost angerufen bei Warner, was das denn ist, dass da irgendwie, ohne sie zu fragen, so eine Techno-Version läuft dann auch mit gewitschter Stimme. Ach so, das läuft schon. Hallo? Hallo? Hallo, hier spricht Dave. Wer ist denn da? Sören Kothagen. Quatsch, Roddy Dangerfield. Ja, ich ruf an auf deine Anzeige im Oxmox. Komm am besten in Hamburg vorbei, wir wollen dich unbedingt kennenlernen. Hamburg? Oh, das ist ja prall. Das mache ich, das wollte ich sowieso machen. Also, was für eine Richtung, was macht mir so? Also so Punkrock oder... Nein, Quatsch, Punk ist doch längst tot. Da ist eine neue Welle am Kommen, eine ganz neue Bewegung. Die wird mächtiger als alles je zuvor. Mhm. Und du kannst ganz vorne mit dabei sein. Ich? Oh, das ist ja Knorke. Sag nie wieder Knorke. Und jetzt setz dich am besten direkt in die Bahn nach Hamburg Hauptbahnhof. Da umsteigen in die U2 Richtung Schlump und da warte ich dann auf dich. Okay, das mache ich. Okay, Dave. Also bis gleich, ja? Alles klar. Ciao, Cesco. Ja, ciao, was? Das habe ich ja so noch nie gesehen. Nee, wie auch. Ich dachte, ihr hattet jetzt nur den Ausschnitt, aber das ist ja geil. Mit ja, ja. Und da sind jetzt die Tenöre, oder was ist da heute? Ich glaube, die Tenöre... Die sind schon weg. Ach, die sind schon weg. Weil da war eben so, ich dachte, es sei Pause. Nee. Das ist jetzt, das ist ja immer so straight von 8 bis 10. Ah, okay. Ich hätte, also sah so aus, ob die Vorstellung gerade zu Ende gegangen wäre. Weil Leute müssen ja auch früh ins Bett, die kommen ja alle aus Winsen an der Lue. Mahlzeit. Was bist du denn für eine kleine Süße? Ich hatte noch Zigaretten in meiner Tasche, in meiner Umhängetasche mit dem nicht die große, sondern die Umhänge. Da habe ich Zigaretten. So sensationell. Glaublich tierisch, ne? Ja. Das ist echt der Hammer. Und was ist für ein Flash ist, wenn das hier so voll besetzt und die Leute stehen oben noch. Ich habe das Gefühl gehabt, damals, als Hyper und eure ersten Hits groß wurden, dass das zumindest von Teilen
der Techno-Gemeinde, der Szene, um so ja, sehen, oder auf Szene, auf jeden Fall. Auch so als Verrat gegolten hat, oder ja, als irgendwie Kommerzialisierung oder so. Ja. Und war das für euch schmerzhaft oder war das irgendwie egal? Es hat am Anfang schon natürlich ein bisschen wehgetan, weil man da irgendwie dachte so, oder man kommt eigentlich aus der Szene und hin und her und plötzlich, wenn man mal wieder auf so einer Rave-Party war, kamen nur doofe Sprüche, was willst du denn hier und hin und her. Nein, denke ich, vielleicht ist es ganz gut, dass man nicht von Anfang an so irgendwie gehypt wurde, ja, sondern eher verurteilt. Also war zumindest kein Nachteil. Das finde ich schon so, dass jetzt irgendwie so, keine Ahnung, die Kultur oder Teil der Süddeutschen oder der FAZ versucht, das Phänomen Scooter zu entschlüsseln. Mhm. So. Aber es muss doch irgendwie, also stelle ich mir so vor, an eurer Stelle doch irgendwie so eine ganz schöne Genugtuung sein. Ne? Das auf jeden Fall. Wobei wir ja auch immer denken, wenn irgendwann so ein Konsens da ist und alle finden es nur noch gut, würde ich mir auch Gedanken machen, weil es ist ja auch immer so ein bisschen Provokation, macht ja auch Spaß. Ja. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, erst wenn sich keiner mehr über uns aufregt, hören wir auf. Ja. Deswegen, aber ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen, weil wir haben nach jeder Tour gibt es immer wieder mindestens 2-3 Totalverrisse. Ja. Da kannst du dich drauf verlassen. Und ich lese die ja auch dann gern, weil oft werden da ja auch die Leute unheimlich kreativ in der Wortwahl ihrer Beschimpfung. Das, mir macht sowas auch Spaß. Schönen Morgen, Nautilus. Ja, schönen guten Tag. Also es ist ja immer so, dass Erfolg immer irgendwie verdächtig macht. Ja. Und bei mir war es aber so, dass ich bei Fleisch und Gemüse alle, und zwar von bis darauf einigen konnte, dass das irgendwie ein geiles Buch ist. Also so von, sagen wir mal, von meiner Tanzmusiker-Klientel bis hin irgendwie zum Feuilleton, alle fanden es super. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, weil die Deutschen ja auch generell so zur Missgunst neigen, dass das Bedürfnis groß ist, mir mal so mit der Fliegenpatsche einen in den Nacken reinzuhauen. Ist zumindest, ja, muss man mit rechnen. Da gebe ich muss dir man mit rechnen. Hast du da auch schon Erfahrungen gehabt? Sag mal so, es ging mir immer so ein bisschen darum, von den richtigen Leuten aus den richtigen Gründen gut gefunden zu werden. Ne? Also es gab ja, also Leute, deren Urteil, dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, deren Urteil mir einfach irgendwie enorm wichtig ist. Und wenn jetzt, sagen wir mal so,
bei Amazon gibt es ja so Lesergespräche. Ja. Und wenn dann irgendwelche Honks in Legastheniker drin schreiben, das ist ein Bescheiße. So. Ja. Also das drauf geschissen, echt, ne? Ja. Oder wenn die Titanic, ne? Die ich halt seit Ewigkeiten lese und irgendwie auch sehr schätze, gerade in der Humorkritik, wenn die plötzlich sagen würden, Klassen durchgefallen, Klassenziel verfehlt, das würde mich schon, oder hätte ich schon Schwierigkeiten mit.